Hi guys, hallo Leute, welcome back to German with Jenny. Today I want to teach you how to talk about your profession and your job. Let's get started. If you want to ask someone what their profession is, you would say, Was sind Sie von Beruf? Was sind Sie von Beruf? What's your profession? Or informal. Was bist du von Beruf? Was bist du von Beruf? You can also say, Was machen Sie beruflich? What do you do professionally? Was machen Sie beruflich? Or informal, Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? When you state your profession in English, you usually use an indefinite article. I'm an architect, I'm a teacher, I'm an engineer, etc. In German, you don't do that. In German, you just say, I am architect, I am engineer, I am teacher, etc. Sounds weird, but that's how we do it. Professions in German usually have a masculine and a feminine form. And the feminine form always ends in IN. There are just a couple of exceptions we're going to take a look at today. Now let's take a look at some of the most common professions. I'm going to randomly choose the masculine or feminine version, and you will know that it's feminine if it has an IN at the end. Ist Architekt. He's an architect. Ist Architekt. Ist Immobilienmakler. He's a real estate agent. Ist Immobilienmakler. Sie ist Busfahrerin. She's a bus driver. Sie ist Busfahrerin. Ich bin Programmierer. I'm a computer programmer. Ich bin Programmierer. Ich bin Koch. I'm a cook. Ich bin Koch. This is one of the exceptions. The male version is Ich bin Koch. And the female version is, Ich bin Köchin. Sie ist Journalistin. She's a journalist. Sie ist Journalistin. Sie ist Krankenschwester. She's a nurse. Sie ist Krankenschwester. Ist Krankenpfleger. He's a nurse. Ist Krankenpfleger. You notice that there's a difference. For a male nurse, we say Krankenpfleger, and for a female nurse, we say Krankenschwester. Ich bin Bankangestellte. I'm a bank employee. Ich bin Bankangestellte. This is another exception. The female version is Ich bin Bankangestellte. And the male version is Ich bin Bankangestellter. Ist Fotograf. He's a photographer. Ist Fotograf. Sie ist Schülerin. She's a student. Sie ist Schülerin. Schüler and Schülerin refers to a student studying at elementary or middle or high school. Once they go to university, we call them Student. Der Student and die Studentin. Ich bin Arzt. I'm a doctor, a male doctor. Ich bin Arzt. Ich bin Ärztin. I'm a female doctor. Ich bin Ärztin. Ist Taxifahrer. He's a taxi driver. Ist Taxifahrer. Sie ist Lehrerin. She's a teacher. Sie ist Lehrerin. Ist LKW-Fahrer. He's a truck driver. Ist LKW-Fahrer. Ist Kellner. He's a waiter. Ist Kellner. Ist Automechaniker. He's a car mechanic. Ist Automechaniker. Ich bin Ingenieurin. I'm an engineer. Ich
bin Ingenieurin. Er ist Elektroingenieur. He's an electric engineer. Er ist Elektroingenieur. Sie ist Polizistin. She's a police officer. Sie ist Polizistin. Ich bin Geschäftsführerin. I'm a CEO. Ich bin Geschäftsführerin. Ich bin Buchhalterin. I'm an accountant. Ich bin Buchhalterin. Ich bin Forscher. I'm a researcher. Ich bin Forscher. Ich bin Informatiker. I'm a computer scientist. Ich bin Informatiker. Er ist Designer. He's a designer. Er ist Designer. Ich bin Kundenberater. I'm a customer consultant. Ich bin Kundenberater. Ich bin Projektmanagerin. I'm a project manager. Ich bin Projektmanagerin. Ich bin Abteilungsleiter. I'm a department manager. Ich bin Abteilungsleiter. Ich bin Apothekerin. I'm a pharmacist. Ich bin Apothekerin. If I haven't named your profession in this video, please let me know in the comment section below and I will give you the German translation of it. Ich bin selbstständig. I'm self-employed. Ich bin selbstständig. Ich bin angestellt. I'm employed. Ich bin angestellt. Ich bin arbeitslos. I'm unemployed. Ich bin arbeitslos. All right, now you know how to talk about your profession in German. Remember to visit germanwithjenny.com if you want to do some exercises. We'll see each other next time. Bis bald. Tschüss.